So, herzlich willkommen bei einem weiteren Lernvideo über die Bildung der Resultierenden. Wie auch in dem vorherigen Video besprochen, geht es bei der zweiten Lösung um das analytische Verfahren. Der Windsog F1 auf dem Dach lässt sich in die horizontale Komponente F1H und in die vertikale Komponente F1V zerlegen. Durch die Skizze wird es deutlich, dass das Dach eine Neigung von 45 Grad hat. Die Kraft F1 liegt senkrecht auf dem Dach. Aus diesem Grund hat die Kraft ebenso eine Neigung von 45 Grad. Daraus ergibt sich einerseits die vertikale Kraft aus dem Produkt der F1 mit dem Sinus von 45 Grad. Andererseits ist die F1h gleich F1 mal Cosinus von dem Winkel 45 Grad. Die Kraft F2 ist ja selbst horizontal, das heißt, deren vertikale Komponente ist gleich 0. Wenn wir alle Kräfte in dem System vertikal und horizontal haben, dann können wir mit der Summe aller vertikalen und horizontalen Lasten weitermachen. Definieren wir die positive Richtung nach oben, bekommen wir als Rv den Wert von 0,71 kN heraus. Bei der RH zeigt die positive Richtung nach rechts und wir setzen die F1H und die F2 ein. Als Ergebnis bekommen wir hiermit 1,71 kN. Nachdem wir die Summe der vertikalen und horizontalen Kräfte ausgerechnet haben, zeichnen wir diese hier unten und schauen uns die entstehende Geometrie an. Die Rv zeigt also nach oben und Rh nach rechts, da beide Werte positiv sind. Durch die Skizze sieht man, dass es sich hier um ein rechtwinkliges Dreieck handelt. Aus diesem Grund wird die resultierende mit dem Satz des Pythagoras ermittelt. Sie ist in dem Fall die Hypotenuse und somit gleich der Wurzel von Rv in Quadrat plus Rh in Quadrat. Das ist nun wieder gleich 1,85 kN, wie bei dem graphischen Verfahren. Der Winkel der resultierende ergibt sich durch den Arcus tangens von der Gegenkathete durch die Ankathete. Sie ist hiermit 22,5 Grad. Das war die Bildung der Resultierende anhand des analytischen Verfahrens. In dem nächsten Video werden wir die beiden Verfahren mit dem gleichen Beispiel in RFM überprüfen.